Hallo und herzlich willkommen zurück zu Far Cry Primal. Ich musste erst mal gucken, wie ich hier überhaupt nach oben komme, weil das nicht ganz so... Was zur Hölle machst du? Ist der dumm? Warum lässt der los? Es ist nicht ganz so offensichtlich, wie ich hier am besten hochkomme. Ich möchte gern zum nächsten Punkt klettern, ja. Er macht's. Hä? Was zur Hölle? Vielleicht hier so eher hin und dann... Ah, okay. Dumm. Naja. Egal. Wir müssen jetzt nämlich ganz nach oben, weil wir brauchen ja den Narbenbären, den großen, weil den Säbelzahn-Tijon, den wir schon natürlich als letztes machen. Ist klar. Deswegen machen wir erstmal den Narbenbären und wir werden das Blutmammut... Also das machen wir eigentlich als letztes. Das kommt dann zum Schluss, später, weil wir sind noch gar nicht in diesem Gebiet eigentlich sind. Aber da kommen wir ja später noch hin. Boah, und ich bin mal gespannt, ob das wieder so ähnlich lange dauern wird, wie der ganze andere Quark. Ach, da kann ich hoch. Okay. Der große Narbenbär, der dürfte ja groß sein. Ich bin am Überlegen, ich habe ja gerade den Wolf dabei, aber ich glaube, hier nehme ich tatsächlich den großen, den Höhlenbär, weil der einfach, ja... Mammut. Da komme ich auch hoch, sehr schön. Dann wollen wir da mal hoch. Aber das entscheide ich dann, wenn es soweit ist. Ich sollte auch nicht so einfach immer an dem Rotblatt vorbeigehen. Das sollte ich mir schon mitnehmen, ne? Denke ich mir mal. Naja, schauen wir mal. Alles klar. Erkunde die Höhle. Na gut. Wir machen das. Gut, hier kann mir das Tier nicht folgen. Kann der Narbenbär kann hier durch? Oder nicht? Keine Ahnung. Vielleicht lebt er auch nur auf der einen Seite der Höhle und kommt nie durch, man weiß es nicht. So, naja, wir werden mal sehen. Ich bin mal gespannt, wie groß der ist. Ich erwarte jetzt so was Mammutmäßiges. Naja, nicht... Sag mal so... Naja, wahrscheinlich die Größe von so einem Höhlenbär. Oder von so einem Wollnashorn. Walnashorn, genau. Mal schauen. Ich weiß ja nicht. Nicht, dass hier gleich der Bär schon ist. Weißt du, und sagt, ach du... Kann ich jetzt eine Bestie rufen? Nein, kann ich nicht. Na toll. Das ist ja blöd. Das ist ja außerordentlich blöd. Achso, hier sind nur ein paar Bilder. Ja, gut, Bilder. Mit Bildern kann ich umgehen. Die kann ich besiegen. Oh Gott, ich muss den aber nicht in der Höhle hier bekämpfen, oder? Ich will nicht. Nein, ich darf wieder raus. Sehr gut. Oh, warte mal. Kann es sein, dass ich jetzt auf die andere Seite... Jawohl. Haha, ich bin hier nämlich draußen. Das ist ja geil. Kann ich nämlich direkt die für die eine Folge machen. Das ist gut. Okay. Machen jetzt mal ein kleines Lagerfeuerchen natürlich. Ausruhen brauchen wir uns jetzt nicht unbedingt. Das Schöne, jetzt sind wir nämlich hier. Wir holen uns mal Hilfe. Ah, die Schnauze. Ich weiß, dass er was sagen wollte. Es muss zensiert werden. Ah, ich bin so gespannt auf den Blutzahn... Säbelzahntiger. Halt die Backen. Boah, ey, die sind auch überall, die Lutscher, ne? Hör mal auf den zu schießen, Mann. Was soll denn das für ein Quark, ja? Alter, ich muss auch mal treffen, das wäre gut. Treffen hätte was. So, jetzt muss ich hier erstmal weiter gucken. Okay, wo ist der? So, bup, 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 bup.
So, weiter geht's. Da lang, da lang. Okay, hier wahrscheinlich. Shasatapi. Wantar war Laikwa. Urgi Laiwangwash. Okay, weiter geht's. Oh, nochmal kleine Tatzen. Da ist ein normaler Bär, das ist ja langweilig, das interessiert mich doch nicht. Erstmal nehme ich den, weil der mir gerade, glaube ich, naja, ein bisschen besser helfen kann, der Säbelzahntiger. Aber wenn es zum Kampf kommt, dann hole ich mal eher den Höhlenbär, weil die dürften ja beide ungefähr gleich schnell sein. Ich müsste eigentlich auch abhauen können vor dem, hoffe ich. So, dann fehlt mir das seltenste Exemplar auf dieser Welt. Oh, der war da. Mann, jetzt beweg dich nicht. Ja, ja, die Backen. Das seltenste Exemplar in der Welt von Oros ist anscheinend ein Leopard, weil den habe ich nur ein-, zweimal gesehen, also ganz selten. Oh nein. Oh nein. Sehr gut. Puh. So. Jackfell. Und 5 Tierhaut. Wantar Yauda. Urgi Laiwangwash. Ars Urgi Tashlangwash. Okay, jetzt gehen wir mal hier lang. Das letzte Mal sind wir an den anderen Weg. Okay, ich hole mir jetzt den Höhlenbär. Säbelchen, du kommst später wieder. Aber erstmal brauche ich den anderen Bären. So, was ist das denn? Aha. Okay, wenn er schon verwundet ist und vielleicht nur noch 1% Leben hat, dann bin ich dabei. Halt die Schnauze. Ich habe gesagt, halt die Schnauze. Aua. Genau. Muss man auch mal gesagt haben, ne? Okay, was hier? Nix. Ach, Honig. Verdammt. Ich habe jetzt schon einen Namen für den Bären. Ich nenne ihn Winnie Pooh. Aber erstmal muss ich ihn finden. Ich habe ihn, glaube ich, schon gehört. Aber hier ist ein Fragezeichen. Das heißt Höhle. Die singende Höhle. Trällert mir ein Lied von Biene Maya oder so. Nein, er ist schneller als ich. Das kann gar nicht sein. Verdammt. Ich kann den Bären also nicht davonlaufen. Schade. Okay. Na, das wird der spaßig jetzt. Ich glaube, der fightet da schon oben, ne? Gegen die, da ist einer runtergefallen. Ich glaube, das machen die so als Hobby. Und da ist der große Narrenbär. Erstmal helfen. Und jetzt zerfleisch ihn. Ja. Ich glaube, mein Bär schneller tut. Ach du Scheiße, hält der viel aus. Ich will hier irgendwo safe sein. Ich habe daneben. Habe ich daneben geworfen oder macht das einfach nur keinen Schaden? Es macht einfach nur keinen Schaden, okay? Alter, der hält aber was aus der Bursche, ne?
Alter Schwede. Der kriegt so gut wie gar keinen Schaden. Das ist lustig. Nicht. Töte ihn. Ich kann irgendwie nicht. Ich kann nichts machen. Wenn ich ihn treffe, macht das keinen Schaden. Also ganz wenig. Okay, wir holen jetzt wieder alle Tiere, die wir jemals hatten. Tötet ihn. Wir werden wahrscheinlich einmal getroffen, sind sofort tot oder so. Nein, nicht abhauen. Ah, er kommt zurück. Ich hab daneben geworfen, verdammt, geschossen, natürlich. Okay, er ist tot. Ist gar kein Problem. Oh, ist mein letzter Pfeil, ist ja kein Problem. Wir können es noch ein paar machen. Habe ich nicht irgendwas gerufen? Greif an. Du schaffst es. Bär, bleib hier. Ah, er geht in seine Höhle rein. Na dann. Nein, nein, ich will nicht brennen. Hör auf damit. Wo ist er denn hin? Ja, ich bin nur dabei, ihn zu jagen. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, lass mich los. Ich bin lieb. Ich hab nur so getan. Es war nur. Au, 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 es war Spaß. Es war Spaß. Guck mal, ich hab dich verarscht. Fall da mal ins Wasser. Oh, renn. Nein, du sollst rennen. Na, ah, hier kommst du nicht rüber, ne? Blöder. Oh, Scheiße. Scheiße. Der Berg kommt. Oh Gott, ist der schnell. Ist ja ein richtiger Speedy-Gonzales. Oh Gott. Hi. Nein. S. So. Hi, Bär. Hi. Scheiße, wie kann das sein, dass das kleine Kackvieh so fucking langsam ist? Im Gegensatz zum Bären. Das geht überhaupt nicht. Nein, ich springe ins Wasser. Na gut, dann springe ich halt ins Wasser. Macht nichts. Aber hier bin ich safe vom Bären. Oh Gott, der kommt. Oh Gott, er ist da. Nein, nein. Was soll ich tun? Scheiße, was soll ich tun? Ich kann nichts machen, ey. Fuck. Wo ist der Bär? Der Bär ist da. Nein. Bär. Tu es nicht. Mach dich nicht unglücklich. Wir könnten die besten Freunde werden. Aber nicht, wenn du mich tötest. Dann geht's natürlich nicht. Oh Gott. Hi. Au. Au. Warte. Ja, ich drück S. Bam. Das macht irgendwie aber so gut wie keinen Schaden, kann das sein? Ich bin echt tot. Ich hab ja schon mal gesagt, gegen so einen Bären zu kämpfen ist nicht so schön. Oh Gott, was habe ich denn gemacht? Ich hab irgendwas abgebrochen. Oh Gott. Oh Gott, der Bär kommt. Ha, ich glaube, ich habe den Bären jetzt aber gut gedrillt, wenn ich jetzt nämlich hier hochgehe. Dann kann er nämlich nichts mehr machen. Geil, ne? Muss er nämlich wieder auf die andere Seite gehen. Ich muss mal ein bisschen raufschießen. Ja. Jetzt habe ich ein Problem. So. Hi. Töten. Töte ihn. Nein. Hä? Wie ist so. Hä? Warum soll ich nach den suchen? Der ist ja noch hier. Ich hab ein Problem. Ey, warte, nein, das ist unfair. Ich musste gerade was suchen. Schnell hier hoch. Ach du heilige Scheiße. Oh Gott, es gibt noch einen anderen Weg. Ja, hat er mich genatzt ein bisschen, der Bär, muss ich sagen. Warte kurz. Okay, hoch. Also ich muss wahrscheinlich auch hier wieder drei Bären töten, natürlich. Warum auch nicht? Ach, der. Oh, scheiße. Ach, der beschmiert. Nein, Bär, bleib jetzt hier. Kannst du dich einfach abhauen. Ich
weiß eh, wo du bist. Und ich werde dich finden. Ich werde dich kriegen und ich werde dich zu meinem Freund machen. Ja, genau das. Cool. Die Höhle sieht geil aus. Hier will ich wohnen. Okay. Kein Problem, ich habe noch ein paar andere Tiere. Nein, 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 nein. Bär, 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 tu es nicht. Oh, ich gehe nicht hoch, verdammt. Schnell hier hochklettern. Au, Alter, wie hat er mich noch getroffen? Oder Drecksbär. Ach, du heilige Scheiße. Ich dachte, ich habe ihn richtig gut verarscht, aber irgendwie nicht so. Schnell hier hoch. So, was mache ich denn jetzt? Ich habe jetzt nichts mehr so da. Moment, nein, die Köder... Ja, schmeißt, ist okay. Oh, fuck, 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 das war blöd. Ich hab die da... Nein! Bär, was tust du? Ach, du Drecksvieh, Mann. Ich wollte da schnell hoch. Mann! Ja, und jetzt? Wo muss ich jetzt hin? Mir wird gar nichts angezeigt. Oh, ist das behindert einfach. Ich bin hier doch auch gar nicht richtig. Ich muss doch wieder da hoch, oder nicht? Hä? Moment, mir wird das... Hä? So, ich markiere mir das jetzt einfach. Wie behindert. Warum wird mir das denn jetzt nicht angezeigt, wo ich hin muss? Hm. Alter, wo ist denn hier das Holz? Hier ist gar kein Holz. Die Karte verarscht mich. Boah, Alter. Wow. Scheiß Nachkampf. Ey. Daneben. Aber vielleicht kann ich mir ein paar Sachen von den klauen. Ach, halt die Backen, Junge. Tot? Ja. Ganz ehrlich, ich war nie und nimmer da ganz hinten. Never ever. Ach, das ist doch scheiße, ey. Der war fast tot und jetzt muss ich alles wieder von vorne machen. Weil jetzt werde ich ja nicht wieder den gleichen Bären finden. Jetzt werde ich irgendeinen anderen Bären finden, den ich töten muss. Das ist doch scheiße. Das ist doch schon eine ganz andere Höhle hier. Kenne ich nicht. Hundertpro kommt jetzt ein anderer Bär. Das ist vielleicht das die Höhle von dem, den ich gerade bekämpft habe? Ich weiß es nicht. Das kann ja doch, das ist die, oder? Das wäre ziemlich gut, weil dann hat er nicht mehr sehr viel Leben. Und er ist gleich tot. Das ist natürlich Knorke. So. Siehst du, Bär? So sieht es nämlich aus. Ein, zwei Schüsschen und da ist vorbei. Jetzt aber schneller hoch. Keine großen Reden schwingen. Renn schneller, Takar. Wir haben noch keine Zeit hier. Das ist jetzt mein Bär. Nein, nein, du erholst dich nicht. Du bist mein Freund. Guck. Freund. Alter Schwede, meine Fresse. Mann. Alter, was hat denn da alles schon für Sachen drin? Den kann ich auch nicht reiten. Das ist voll doof. Warum kann ich die alle nicht reiten, ey? Den einzigen... Ich hab die alle getötet. Ey, den einzigen, den ich reiten kann, ist der hier. Das ist doch scheiße. Warum kann, vor allem den, warum kann ich den nicht? Das ist so ein Riesenvieh, ja?
Unglaublich, ey. Boah, meine Fresse. Naja, wir haben es auf jeden Fall geschafft. In der nächsten Folge sehen wir dann den spektakulären Kampf gegen den Blutfang-Säbelzahn. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Einschalten. Hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Und bis dahin würde ich sagen, haut rein.